Hallo liebe Suchtis und herzlich willkommen zurück zu Banditen wie wir. Let's play DayZ und mit dabei wie immer die berühmte Jayla. Peace ihr Jedis am Star Wars Day. Oh. Das ist ja ganz besonders was ausgedacht, meine Güte. Und die lässige Mister ist natürlich auch da. Moinsen. Und der psychopathische Marco. Hallo. Der unsichtbare Hajo. Hallo. Ja, wir hocken hier in Elektro. Elektro. Haben wir uns mal ein bisschen verteilt. Mister und ich sitzen hier in einem Haus gegenüber vom Krankenhaus. Mister ist hier im Nachbarflur sozusagen von mir. Und die anderen drei, die weiß ich auch nicht, die sind etwas südlich von uns. Ich bin hinter der Dreherei in diesen kleinen Schippen auf dem Gelände. Ja. Genau. Und hier horchen wir mal und gucken mal, ob hier was abgeht auf diesem Server. Wir haben lange suchen müssen, ehe wir einen Server gefunden haben, der einigermaßen gut besucht ist. Die anderen waren alle voll, da kam man nicht drauf. Aber jetzt haben wir, glaube ich, einen erwischt, der... Oh, weiß ich nicht, wie viel sind das jetzt? 30 bis 40 werden es wohl sein, ne? I think so. Ich glaube, der ist ganz schön voll geworden. Der ist... Nee, der ist schon über 40. Der ist schon über 40. Der hatte vorhin schon 44, also er wird voll sein. Ja, guck. Jetzt. Ja, gut, dann haben wir jetzt auch einen vollen. So. Aber mit der Leute, obwohl, Hajo hatte gerade schon kurz vor der Aufnahme hat er gesagt, Bambi-Kontakt oder Bambi-Sicht. Sichtung. Ja, nur gesehen. Nur gesehen. Beziehungsweise der ist kurz hinter mir hergelaufen, aber jetzt steht er da irgendwie rum. Ach, du siehst ihn noch? Nee, jetzt nicht mehr. Wo ist denn der hingelaufen? Genau. Ja, der steht. Oh, Spieler! Wo? Beim grünen Camperhaus im Garten. Also der kann sein, dass er auf mich zukommt. Ist keiner von euch, ne? Nein. Ich höre Schritte? Ja, im Westen. Bin auch am Strand weiter nach Westen. Ich höre Schritte bei mir ganz nah am... Scheiße, ich bin in so einem Blechkasten. Also, ihr wisst ja, wo die Dreherei ist, ne? Daneben ist ein grünes... Ja. Oh, neben mir schießt jemand. SVD bei mir auch in der Nähe. Oh. Alter, bei mir auch. Oh, ich hab's gerade gehört. Bei mir kommen meine Schüsse. Schwede. Die sind ganz bei mir in der Nähe, Leute. Hallo? Ja, ich hab mich nur gedreht. Wenn die jetzt reinkommen, bin ich tot. Ich hab eine echt blöde Position. Ach so. Zombie-Agro? In welche Richtung? Moment, ich muss die gucken, SVD ist etwas östlich von mir. Läuft Richtung Dreherei. Und zwar... Ah, Spieler! Oh, komm zurück. Hinterm grünen Haus beim Camperhaus. Der ist gerade dahinter im Garten. Im Garten? Spieler! Zombie ist jetzt... Ja, im Garten, dahinter. Grüne, ne? Ja, aber nicht beim grünen Camperhaus, das grüne Haus neben dem Camperhaus, da ist dahinter. Ja, warte. Also das mit dem Treppenaufgang, das Haus, mit dem... Genau. Ja. Da, wo der Peter Lustigwagen ist. Genau, da im Garten ist der. Das ist keiner von euch, ne? Nochmal? Nein. Ich hab's im Blick, das Ding. Das Problem ist, ich kann mich aber hier auch nicht viel rausbewegen, weil hinter mir habe ich Schritte gehört. Das heißt, hinter mir lauert auch irgendwer rum. Ich weiß nicht, ob Marco da steht. Nee, ich bin ein Haus weiter hinter der Bahnschiene bin ich ja. Wo, Hajo, wo bist du denn? Kannst du das nicht sehen, ob da hinter dem Gelände von der Dreherei jemand steht? Nee. Da steht ein Blechzaun noch davor, ist doch. Achso, gut. Ich Dreherei bin ja genau dahinter. Das sehe ich nach Süden und die Bahnschiene, ja. Ja, und da steht keiner am Blechzaun da an der Dreherei. Nee, ich bin ja genau dahinter. Ich sehe nur ein Stück davon. Und in die Straße rein beim Krankenhaus, da ist auch keiner. Dafür bin ich zu weit westlich. Warte. Ich bin genau an der Bahnschiene, deswegen. Spieler kommt aus dem Westen. Die Hauptstraße hier vor uns entlang. Ja. Und läuft in unsere Richtung, nach Osten. Oder was? Ja, aber ich kann ihn jetzt nicht mehr sehen. Ist hinterm Busch verschwunden und ich habe nicht gesehen, wohin. Jetzt läuft er weiter Richtung Krankenhaus. Okay. Ah, ja, ich und läuft ins Krankenhaus rein. Ja, ins Krankenhaus. Alles, was ich von der Dreherei sehe... An der Bahnschiene lang ist. Scheiß Zombie hier. Okay. Ja, lass dich doch nicht mehr. Ja, im Krankenhaus ist er, im ersten Stock, ist er, rennt weiter hoch. Spieler, läuft zum Krankenhaus hin, vom Strand aus. Oh, bei mir hier vorbei. Ist einer direkt am Busch. Oh Gott, der ist bei mir. Hier vorne ist einer an der Dreherei, an der Mauer. Oh, der hat geschossen auf. Das Krankenhaus hat einen getroffen, ich habe das gehört. Ja, der ist an der Dreherei hinter der Mauer. Ja, der hat ihn getroffen. Der hat oben aus dem Schänzer geschossen und hat den an der Dreherei getroffen. Okay, da muss ich auch aufpassen. Bei der Bahnschiene da? Nee. Nee, gut. Vorne an der Hauptstraße hier. Die Kreuzung. Da läuft ein Spieler nach Westen. Alter, ey. What is hier los, Leute? Ich trau mich gar nicht raus, weil ich hab vor und hinter mir überall... Hier schon wieder die Schritte. Links neben mir.
Bei den Bahnschienen, ja, oder? Spieler am roten Camperhaus, hier am Krankenhaus. Ach, scheiße. Soll ich mal rauswagen? Ist der auf unserer Straßenseite, oder was? Nee, ist zum Camperhaus rübergelaufen. Ich glaube aber, ich bin mir nicht sicher, entweder dazwischen durch, weil also reingehen... wenn ich rausgehe aus dem Haus, kriege ich keinen Schuss mehr sofort auf den. Nee, ja, okay. Der ist, ich weiß nicht, ob er ins Camperhaus oder dahinter gelaufen ist. Okay. Diese Troller, die geht mir so auf den Sack hier. Ja, man, lass sie nicht verrückt machen. Ja, bei mir auch, aber das, lass sie nicht verrückt machen. Ja, die steht hier direkt neben mir am Fenster. Ja, ich, bei mir ist es auch sehr laut. Die Camperhäuser bei der Dreherei, meinte die? Da ist er hingelaufen? Nee, vor der Dreherei, noch nördlich von der Dreherei ist ein rotes Camperhaus. An der kleinen Backsteinkneipe, südlich der Dreherei, hatte ich eben auch Sichtkontakt. Scheiße, da bin ich. Bewaffneter Spieler mit Waffe im Anschlag. Ich weiß nicht, ob das einer von euch war. Nein, also, Mister und ich sind weiter im Sofa aus. Hier von uns läuft gerade keiner durch die Gegend. Ja, grauer Helm. Die Eckkneipe, warte mal, das ist doch dieses rote Haus. Ja, da bin ich an der Mauer. Was? Nein, kleine Kneipe. Das Restaurant meinst du? Ja, ja, ich bin beim Restaurant. So einen grauen Helm? Ja, einen grünen. Spieler läuft Richtung Kranken hier bei uns vor der Haustür entlang, Hanno. Ja, ja, ich sehe ihn. Ach, scheiße. Ist und danach weg. Sind... So schnell kann ich nicht aufstehen und anlegen. Der ist Richtung Polizei gerannt. Okay. Es sind gerade echt so viele Spieler unterwegs, nicht? Marco, bist du noch Westen weg? Nee. Von der Kneipe? Ich bin immer noch hinter der Kneipe. Ich bleib hinter der Mauer stehen hier an der Kneipe. Ja, laufen wir noch mal ein Stück nach Westen. Sicherzustellen, ob du das bist oder nicht. So, jetzt bin ich an der anderen Ecke der Mauer. Warte. Ungefähr jetzt. Ah ja, jetzt sehe ich die gelbe Armbinde. Alles klar. An der Mauer bin ich, glaube ich. Ich höre immer Schritte, aber ich glaube, es ist wirklich Marco. Ja, das könnte ich sein. Mich beunruhigt immer noch der Spieler hinter dem grünen Haus. Also ich habe ihn lange nicht mehr gesehen, aber irgendwo muss ja hin sein. Also ich sehe gar nichts, also hinter der Dreherei. Stehst du im Baum drin, ne? Ich? Oh, hier liegt ein kaputter Zombie oder ja, sowas ja, in meiner Nähe. Was ist das denn? Kommt der denn weg? So halbwegs. Der Baum ist 3 Meter hinter mir. Aber egal. Ja, zumindest ist er. Von euch hat keiner einen Zombie erschossen, ne? Nein. Nein. Wo liegt denn der? Der liegt hier an unserem Sofahaus, wo Hanno und ich sind. Da ist so ein, was ist das, ein kleiner Schuppen zwischen Dreherei und unserem Haus praktisch. Da liegt der vor. Wie war das nochmal? Tote Zombies? Maximal 3 Minuten? Ja, weiß ich auch nicht mehr. Das war ja schon lange her, als ich waren das mal vielleicht gestoppt diese, habe. Diese Überschall? Beim Peter Lustigwagen meinst du, ne? Ja, kann sein. Was weiß ich, wer darauf geschossen hat. So. Wollen wir aber nicht. Also einer ist eventuell im Krankenhaus, ne? An den Fenstern. Geh ich mal von aus. So gezielt wie der Freund, den er an der Dreherei sofort geschossen abgeknallt hat, mein lieber Scholli. Ja, dann darf ich mich ich ja glaub, eigentlich... Ich glaube, der ist aber weitergelaufen. Da ist nämlich einer weggelaufen. Sollen wir sie nicht rauswagen? Wenn der ein Schussfeld hier auf die Dreherei hat. Ja, und ich gucke immer aufs Camperhaus, aufs Grüne. Weil wenn da vorne einer rumgelaufen ist... Don't know, Jack. Jetzt läuft jemand? Weiter. Links bei den Bahnschienen bei mir? Hallo? Ich sehe keinen. Bist du nicht gelaufen? Nee, gerade nicht. Dann ist einer bei mir, hier in der Ecke. Ich höre den. Definitiv. Ja. Also bei der Bahnschiene ist Scheiße, keiner. Ich glaube, der sieht mich über den Zaun. Doch. Also ich höre ihn genau ja. Ich sehe ihn hinterm Baum. Hinterm Zaun. Da ich sehe den Peter Lustigwagen. Also hinter dem Zaun ist keiner bei der Bahnschiene. Ja, wer ist denn das, der sich da bewegt? Ich höre das ja eindeutig. Du selber? Nee. Gerade habe ich wirklich stillgestanden in dem warte Moment. Warte mal, hör mal. Hörst du jetzt was? Nochmal? Ich gehe die ganze Zeit. Nee. Okay. Und jetzt? Nee.
Jetzt, ne? Jetzt. Okay. Also jetzt. Jetzt, ne? Gut, dann bin ich auch. Das. Dann hörst du mich. Das ist aber voll weit weg, bin ich eigentlich noch. Du gehst aber auf Kies, ne? Nee, auf dem Rasen. Das hört sich auch an wie Kies, deswegen ich... Ja, ich bin ganz verwirrt. Verwirrt. Ja, aber was kann was stimmen? Begeisterung. Ja, Begeisterung, ja. Man hätte so viel lieber wie immer, wenn er sich am Fenster zeigen würde, dass man ihn abknacken kann. Also wir können es machen, mir ist es... Ja gut, wenn wir warten bis am Fenster, ist es ein Geduldsspiel halt, ne? Ja. Also ich habe die drei Fenster im Blick die ganze Zeit. Ich laufe jetzt mal raus, YOLO. Raus, rein, raus, rein, raus, rein. Schwimm raus und wieder rein. Kugelfisch. Also am Fenster ist keiner bei dem Krankenhaus. Ja, Krankenhaus hätte ich auch gut im Blick. Er liegt da vielleicht runter und guckt in Third Person. Und vorm Krankenhaus ist auch keiner. Nee. Aber ich guck die ganze... keiner mehr scheinbar. Nee. Haben sich alle wieder verschanzt irgendwo. Oder ausgelockt. Ach was. Der Server ist doch noch voll. Oh, voll. Da ist ein Zombo. Der Zong. Aber normalerweise, wenn einer am Fenster da stehen oder liegen würde, würde auch irgendwann mal rausgucken, ey. Na, wenn er Third Person runterguckt. Achso, ja, du meinst, dass ein Bein oder so rausglitscht. Ja, oder so. Ja, wenn man im Treppenhaus läuft, hatte ich vorhin gesehen, sieht es teilweise so aus, als wenn man draußen dann auch läuft. Ja. Wenn man vom Weiten guckt, vor allen Dingen. Und so lässt sich auch keiner am Fenster blicken. Ja, wie gesagt, vielleicht ist der auch schon wieder raus aus dem Krankenhaus, das weiß man halt nicht. Oh. Bieler kommt vom Krankenhaus, rennt nach Westen. Ich glaube Richtung Dreherei, ich bin mir aber nicht sicher. Mhm. Nach Westen? Ja. Außer Straße vom Krankenhaus Richtung. Ist rechts, ja. Jetzt kommt er. Und hinterm Krankenhaus läuft auch einer. Ja. Hinter der Polizei im Garten hinten, also von da kam. Bei uns läuft hier einer. Ja, zwei die hier. Gehören zusammen. Die laufen jetzt in Richtung Polizei wieder in den Garten. Der diese Häuserreihe gegenüber von unserem Sofa aus. Nee, ich hab's gesehen. Ich hab nur einen gesehen. Ja, zwei waren's. Ich hab's sie beide gesehen. Okay. Ich kann leider nicht immer so schnell aufstehen, wie die weglaufen dann um die Ecke. Um dann auf die zu schießen. Ich hab eben einen gesehen. Wo? Ja, auch nach Osten weg. Das östliche Camperhaus, südlich davon ist ein kleines grünes und dahinter ist er gelaufen. Also bei mir, bei der Dreherei? Nee, noch weiter nach Osten. Hä? 100 Meter. Das ist so das östlichste Camperhaus. Nee, noch weiter im Osten kommt noch eins. Hä? Schon fast aus der Stadt raus. Mehr Süden. Nee, Osten. Also an der Polizei vorbei und noch ein Stück weiter. Und dann kommt noch mal ein rotes Camperhaus. Ja, das ist der hinterm Krankenhaus lang gelaufen ist, bestimmt. Aber keine Ahnung, ob das ein ausgerüsteter Spieler war oder nicht. Ich gehe, Mister, keine Sorge. Ich glaube, die da ums Krankenhaus rumgelaufen sind, das waren die, die auch drinnen waren. Halt doch die Fresse, Zombie. Ja, das meinst du, wie schön das ist. Sie steht hier direkt am Fenster und glotzt mir die ganze Zeit auf den Arsch. Ja, alten Säue, sagt es dann auch noch. Ihrer männlichen Stimme. Spieler geht ins Krankenhaus rein? Ja, ich muss gerade sagen, ich glaube, da war ein Spieler. Aber ein Bambi. Dann hören wir ja, ob es gleich knallt. Von hinten kommen die wieder von der Polizei hinterm Krankenhaus. Läuft jetzt um die Ecke zum Vordereingang von der Polizei. Ja, vom Krankenhaus. Steht an der Ecke. Und will rein.
Sieht noch an der Ecke? Ja, guckt rein. Hier. Warte, ich schieß drauf. Na, Marco, du triffst nicht. Doch, hat getroffen, der blutet. Echt? Ich wollte gerade sagen. Ja. Das ist also auch so ein schöner Schuss. Sehe ich ihn? Scheiße. Ist der weggeglitscht? Nein, der ist rein ins Krankenhaus. Ja, nee, nein, ich hab das ja aber gesehen. Der ist nicht ins Treppenhaus reingegangen. Nee, nein, der ist in den Vorderkasten. Der ist aber dann ist der zweite, Hanno, siehst du den? Zombie läuft gerade zu ihm hin. Der zweite ist hier irgendwo. Voll an mir vorbei. Zombie läuft gerade zu ihm hin. Kann der nicht mal den anderen da vorne mitnehmen, der so rumröchelt? Zombie dreht sich um. Ja, kommt jetzt bestimmt zu mir. Ja, toll. Läuft zur Dreherei. Ja, warte, ich gehe kurz. Er läuft dran vorbei. Ja, zu mir. Ich gehe kurz in Schuppen. Dann machen wir fertig. Mamedo! Moschi! Moschi! Entschuldigung. Es ging mit mir durch. Oh Mann, das nächste Scheiße. Mal, wenn ihr geschossen wird, hau ich auch den Zombie hier um. Das ist ja ekelig. Ganz, Treppenhaus, Krankenhaus ganz oben. Das Problem ist, die haben jetzt wahrscheinlich einer gesehen, mit oder ganz, ja. Einer mit grünem Militärhelm. Aber ich sehe ihn jetzt nicht am Fenster. Nee, der ist gerade, wenn man von Süden drauf guckt, ganz nach rechts rüber gerückt. Okay. Das Treppenhaus hat zwei Fenster, ne? Nach Süden und nach Osten. Ja, genau. Ja, genau in dieser Ecke muss er auch sein. Ins oberste, ja? Genau, oberste. Spieler? Wo? Vom Krankenhaus auf die, gegenüber die, auf die andere Straßenseite nach Westen. Durch den Tunnel wahrscheinlich durch. Sah es jedenfalls so aus. Bitte bei mir. Ja. Auch gehört? Er ist in irgendein Haus gegangen. Kurz Fußboden gehört. Oh? Waffe gewechselt? Ja, ich habe die Waffe gewechselt. Falls er hier reinkommt, dass ich ihn wegspringen kann. Bei euch, ja? Holzfußboden? Nee, bei uns im Haus ist er nicht. Aber irgendein Nachbarhaus gegenüber entweder oder nebenan. Aber nicht Dreherei, ne? Ah, ich sehe ihn. Nein, ich sehe ihn jetzt gegenüber im Eingangsbereich. Da kriege ich ihn, wenn er da stimmt. Ah, jetzt läuft er wieder weiter natürlich. Mist. Im Camperhaus oder was meinst du? Nee, gegenüber von unserem Sofahaus. Ach so, ist wieder zum Krankenhaus. Da ist er wieder. Markus. Mach mit Gilly, jetzt zeig dich doch mal. Jetzt geht er wieder rein, der Sack. Ich sehe das gar nicht. Ja, guck dir mal. Ich habe den auch nur ganz kurz gesehen. An der Wohnungstür raus, ne, die Straße entlang. Spieler kurz. Im Krankenhaus, oberste Geschoss. Der sitzt da oben. Der hatte Gilly oder was hatte der an? Oder zumindest an der Waffe hatte der einen Gilly, den ich gerade gesehen habe da gegenüber. Ajo, was hast du für eine Waffe nochmal? SVD. Okay. Ja, Hallo könnt ihr ihn kriegen. Hajo, Entschuldigung. Immer nur ein, zwei Sekunden. Ja, genau, das habe ich auch das Problem habe ich auch immer. Immer wenn ich gerade anlege, ist er wieder weg. Der duckt sich nämlich in die Drecksau. Toll. Ja, jetzt ist wieder einer vom Krankenhaus auf die wieder rübergelaufen. Marco, du bist an dem Mauerdurchbruch? Ich. Von der Dreherei? Nee. Ich wollte erst sagen, schieß drauf. Aber nicht nur ein Durchbruch, das ist ein richtiger Durchgang. Ja, gut, Durchgang. Ja, könnte wichtig sein, ne? Durchgang. Weil, kann ja sein, es noch ein zweiter hier ist, der an einem Mauerdurchbruch steht. Verstehst du, was ich meine? Scheiße hier, ey. Was denn? Oh ja, auf die andere Hausecke. Ein Zombie ist gerade respawned neben mir. Ja, ich höre den, der ist auch gerade Aggro geworden. Ja, auf mich. Deswegen sage ich ja gerade. Der ist gerade gespawnt und dann. Ah, ey. Schaffst du, ne? Ja, schon geschafft. Ich blute aber die Scheiße hier, ey. Ja, die auch. Kotzt mich gerade richtig an hier, ey, irgendwie. Dass die Zombies respawnen und dann. Der sowas, ist ja immer noch. Oh, Schuss, das war wann? Das war irgendwie aus der Dreherei, oder? Camperhaus. Vom Dach oben. Krankenhaus. Krankenhaus da? Hä? Krankenhaus. Da guckt Alter. Eine Gilly. Ja, eine Waffe mit Gilly. Der hat geschossen? Raus. Ja, die sieht immer so komisch aus. Die glitscht da immer ein bisschen raus, rein, raus.
Nach Westen raus? Ich komme mit den Himmelsrichtungen irgendwie nicht klar. Vom Krankenhaus? Ja, der steht im Treppenhaus, der glitscht bei mir. Nach links gucken, Jayla. Wenn du aufs Krankenhaus guckst, von uns aus nach links, das Westen. Ey, das ist genau neben mir. Alter Scheiße. Ah, hier hat einer den Zombie weggezischt. Ja, ganz ruhig bleiben. Der hat nur den Zombie, weil der genervt war, wahrscheinlich auch vom Zombie. Ja. Das war aber ein Überschall, der muss von oben gekommen sein. Nee, das war ein Schalldämpfer. Da links. Schalldämpfer. Gegenüber vom Krankenhaus. Gegenüber. Im Garten, in diesem Garten. Habe ich keine Sichtstrahle. Ganz ehrlich, das ist richtig nah bei mir, glaube ich. Winchester schießt. Ich glaube, vom Krankenhaus schießt der. Ah, da läuft ein Bambi hinterm Krankenhaus. Also Krankenhausdach ist auf jeden hier Fall. Hier läuft einer an der Rückseite Krankenhaus? Ja, ja, ja. Läuft ja. Jetzt wieder läuft jetzt zur Vorderseite? Ja. Alter, wo ist denn dieser Scharfschütze? Das ist doch bei mir total nah, aber ich denke nicht, dass der aus... von links, vom... Von Westen läuft zum Krankenhaus. Voll ausgestattet mit Waffe. Oh. Er spricht. Hands up, sagt er zu dem. Zu wem? Der zu einem, mit einer ja. Bin echt immer überlegen, soll ich oder soll ich nicht? Jetzt kommt der Bambi zurück. Ja. Der ausgerüstete Spieler ist kurz zu sehen gewesen. Ja, da kommt oben. Er. Aber nicht bei der Dreherei. Ist der Bambi her? Ja, die könnte man wegzimmern. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Spieler hinterm Krankenhaus? Ja, den haben wir ja gerade gemeint. Manu, kannst du? Ja, ich sehe dich ja jetzt nicht mehr. So. Ich höre dich nur schießen. Ja, jetzt guckt er nach Osten aus dem Treppenhausfenster. Oh. Alter Verwalter. Hat der Zombie hat der Bambi gelitten, ja? Ja, wen macht man zuerst? der im Krankenhaus ist oder der rein will? Oder was hast du jetzt? Ein Schussfeld auf ihn oder was? Den im Treppenhaus ganz kurz, aber jetzt schon wieder nicht. Ja, das Treppenhaus ist böse. Hm. Also im Treppenhaus kannst du voll knicken, ey, der duckt sich immer so voll. Wenn du es fällt dann vor dem Krankenhaus, wenn du es kriegst. Was ist denn mit dem Gilli-Mann neben euch? Ist der noch da? Nee, der ist da nicht mehr gegenüber, weil der. Der wird wahrscheinlich hinten rum über die Polizei oder Richtung so. Richtung Polizei da rausgelaufen sein. Aus dem Ach, da war der gegenüber. Ich dachte neben euch, weil ihr auf Holzfußboden gesagt habt. Also direkt neben uns, euch, dachte ich. Neben uns sage, meine ich links oder rechts neben uns, aber wenn ich gegenüber sage, halt gegenüber. Neben uns war vorhin einer, da hatte Hanno Schritte auf dem. Ja genau, das meine ich ja. Das war aber nicht der Gilli. Ich glaube, ich habe nochmal Sichtkontakt, Ausläufer vom Sniperberg, Sniper Hill. Oh. Da kann ich ja nicht drauf gucken. Das sah es eben so aus. Ja, da liegt einer im Gras. Ja, wenn du den kriegst. Oben, wo die Bank ist. Zieh ihn weg. Bank ist, oh Gott. Ja, jetzt läuft er runter Richtung Osten und Hauptstraße. Oh, gerade. Ja, ich weiß gerade die Entfernung nicht so ganz. Ich auch nicht. Ja, jetzt sind Bäume davor. Müssen wir wahrscheinlich gleich auf der Hauptstraße rauskommen. Ich hab Hummeln im Arsch, ey. Ich will mich echt bewegen. Das Problem ist aber, man weiß nicht, wo man sich hinbewegen kann, weil irgendwie... Deswegen, sonst haut dich irgendein anderer weg, ey. Wollte gerade sagen. Weil irgendwie ist es jetzt von jeder Seite hier irgendwie. Ja. Hier laufen auf jeden Fall viele rum. Das Problem...